We are one of the biggest football clubs in Germany and since 2.5 years also invested in esports. League of Legends was a roller coaster from the very first minute, super exciting. This is special. This reminds us to football, to our core business, and this made us very happy to join going the next step. In Gelsenkirchen ist Schalke wirklich das Ein und Alles für die Leute. Die Leute leben und lieben den Verein. Wenn du durch die Straßen, durch die Stadt fährst, du siehst überall Schalke fahren. Du siehst an den Fenstern, an den Türen Schalke-Aufkleber. Das ist schon was sehr Besonderes für die Menschen vor Ort. Und man muss da gewesen sein, um das dann auch mal erlebt zu haben. Und was wir uns natürlich erhoffen und wovon wir auch überzeugt sind, dass dieses Gefühl für einen Verein und für eine Organisation dann auch auf den E-Sport überspringen wird. Da sind wir uns ganz sicher. Also wir reden ja von, ich glaube, 10 Millionen Sympathisanten für Schalke. Die bekommen alle irgendwann Kinder oder haben schon Kinder und Kinder wachsen dann mit dem E-Sport auf. Im Gegensatz zu den Eltern, die dann teilweise eben nicht mehr im E-Sport aufgewachsen sind. Und ich glaube, das wird irgendwann dann auch so sein, dass wir wirklich Fahnen und Aufkleber haben, die gar nicht für den Fußball sind, sondern wahrscheinlich, weil wir so ein geiles E-Sport-Team haben. We are the most innovative football club from my point of view. Doing a lot more than others, just going digital, no, we go e-Sport. And building up teams in different kind of e-Sport titles, I think that makes us very unique.